Hast du auch schon einige Follower, ne? Hast du da separaten Turret Ball drauf oder ist das gleich dabei? Ah, okay. Was? Kann mit. Die Waffen sind verfügbar. Ich schicke den Link.
Ah, für die Cutlets gibt es dann auch einen extra Size Mount. Thank you.
Calumet, hast du Mantis im PTU? Anvil Aerospace, all systems online. Yes, das richtige Schiff geladen. Vandal Swarm initiated. Scanning. Warning, there are multiple hostiles inbound. Scanning. Incoming. Okay. Aber weißt du, was das heißt, wenn man jetzt Schiffe tatsächlich im Weltraum verlassen kann? Wir haben es viel einfacher, wenn wir irgendwelche Multicrew-Battles aufstellen. Warning. You are approaching the simulation boundary. Weil wir uns nicht mehr zu achten auf die Landing Pads drauf müssen. Stand by for reintegration. No. All systems online. Scanning. Bogey. Bogey. Aber der Schuss von deiner Massenbeschleunigung, der geht praktisch nicht gescheit, ne? Matthias, wächst du gerade mit Massenbeschleuniger? Ja. Na, wenn? Nur ist halt schwer zu treffen, weil die bewegen sich ja ständig. Lustigen Soundtrack. Und was gibt's Neues? Wow! Ja, Herr Matthäus, der ballert da gerade mit Massenschleuniger und. Ein ja. Hit und ein Wandel ist da unten. Was ist das hier? Wo hast du denn das als hier her? Aus der PTU-Seite. Geht ja besser wie heute früh. Also heute früh war das Ding nicht so brutal verbuggt. Also was ich hier im Video sehe, braucht man einen Treffer an einem Wandul und dann wirklich. Also gehe ich mal stark davon aus, dass die Geschichte bei Super Hornets genauso aussieht. Das ist jetzt nur von den neuen Bändern. Ich habe heute früh eine Runde gespielt und in der hatte ich Milchglas. Ich konnte nicht sehen. Total scheiße. Wenn er so zusammenschossen war schon, dann könnte ich ihn nicht wehren. Ja, jetzt weißt du dich, wie sich die Leute in der Aurora fühlen.
Ist angeschossen und können sich nicht wehren. Ja, haben sie auch verdient. Ja, so eine Frechheit, kein Geld für dieses Spiel auszugeben. Ja, eben. 50 Euro, das ist doch nichts. Oh, 50, meinst du nur 50 Euro wären? Store hier, die Access, Peter. Gucken wir mal, was kann man sich da kaufen? Und Chris, was machst du so? Ich komme jetzt gerade von der Arbeit. Ja, du hast was zu kaufen. Fab-Chef. Gibt's denn hier das Size 4? Fab-Chef ist schon kriminell, oder? Das auch. Wenn man sich das so gut sieht, kannst du mal schicken. Boah, ich Fab-Chef dabei so dermaßen zu kotzen. Ja, aber gibt ja heutzutage nichts anderes. Oh! Gibt's denn noch eine Size 4 Bock zum Kaufen? Was soll ich das sagen? Architekt. Nacht schlafen. You are approaching simulation boundary. Zero hostile contacts remaining. Ach so, die muss man. Ah. Warning. There are multiple hostiles inbound. Scanning. Oh, cool. Null Credits kostet das alles. Cool. Bist du nicht heiß hier drauf? Kann ich jetzt mal die Hornet vorne wieder beweglich ist als Teil stellen? Da gibt es keine Plattform dafür. Scheiße, ich hab auf die Flasche von Bubble 3 Stunden später. Ich hab gerade geantwortet, man hat den Scheiß ja 20 Uhr geschrieben. Das ist auch keine Size 2 Gatling. Size 2 Gatling? Nee, die gibt's noch nicht. Die war aber auch noch nicht angekündigt. Ich guck gerade deinen Stream gar nicht an. Ach so, das heißt 4 drauf. Bist du die? Das sind noch 2, das heißt 4, oder? Machst du das andere? Also ich muss ja sagen, der Hangar, der ist ja richtig dunkel geworden, ne? Apokalypse Arms Master, das ist nur, was macht die? Ist das so ein Single-Schuss? Oder? Was hast du da einen auf? Das ist die Ballistik, die neue. Zero Hostile. Ach, die, du kannst die Size 4 auf den Turm drauf machen. Ja. Contact. Elite okay, fix. On route. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. Scanning. Boogie. Ja, da fehlt die Symmetrie. Die sind vorher drauf, zwei von den Dingern. Ja, das sieht scheiße aus. Und die andere ist schon nicht da.
Vorne. Alter, was geht da los? Er holt sich da einen runter und so brutal. Unter uns. Ich hab den schönsten Tropfen gerade beschädigt. Und nur den. Shields charging. Und da hat man immer noch die beiden. Ne? Ja, aber Matthias sieht da. Na, will? Ach, übrigens, bekannt sind da übrigens auch noch eine von diesen zwei Massenbeinern von der Fletcher. Mach das doch. Weiß ich, was ich jetzt mache. Ja, ich weiß, was ich jetzt mache, sag ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Mein Gott, du musst auf dem PDU auch deinen Namen und Ding angeben, wenn du das kaufen willst. Das ist bescheuert. Was? Das ist zu gefeuert. Elite Units eliminated. Ich kauf mir ja nix. Ich, das ist ja hier alles virtuell. Scanning. Boogie. Hostiles inbound. Forward hit. Shields charging. Ich bin halt völlig gerade drauf gekommen. Ja, wie gesagt, ich hab dir ja schon die Ohren voll gejammert. Ich komm nicht drauf. Ja, da war schon nicht rein. Ich hab den Chef gelesen. Ach, deswegen könnte es sein, weil zwischenzeitlich ist es auch mal, dass die Server gerade wieder da sind vom PTO. Oh, ich will nur die neue Fühler. Ich will die neue Sache. Achso, die Schütze. Ja, die wird, soll ja auch nicht größer werden, laut dem. Also bei mir steht nur immer die alte Conny im Haar. Und wie ist denn die Waffenbalance im Moment gerade hier im PTU?
Wenn ich mir Fritze, die fliegen wieder richtig heftige Kurven teilweise. Keine Ahnung, auf wen es war und der hier da 180 Grad Kurve gemacht und den nochmal trotzdem droppen. Die von Gladiator. Oh, das ist aber unrealistisch bei der Größe. Und sonst hier bei. Das ist doch nett, wie schnell sind die drei Dinge gemacht. Also wie viel war das jetzt? Mit der Gladius. Ich konnte nur mit der Gladius ins Spiel kommen und mit sonst keinem anderen Schiff. Aktiv der Test. Eigentlich ist es ja nur ein Tag, 25 Stunden. Ah, oh, das glaube ich nicht. Shield full. Ja, da musst du auch erstmal treffen damit, ne? Necron? Retaliator? Sowas in der Ecke? Was haben die für eine Reichweite? Zero hostile contacts remaining. Unsichtbare Warning. Wand. There are multiple hostiles. Oh je, Moment, das ist ein Fix Size 4 Turm. Also können wir jetzt mit der Hornet da auch eine aktuell eine Size 3 Gatling draufschauen. Oh Gott. Ekelhaft. Aber halt nur eine, ne? Ja, trotzdem. Früher war es ja die, der Slot sozusagen fast brauchbar. Das habe ich im ersten Rang dann auch gebraucht. Da habe ich die Wicked-Brawler drin stehen, also die Super-Horn drin gehabt. Und die zwei Gatlings auf dem Kugelturm. Das fand ich so herrlich, das Bild. Doch, das fand ich toll. Nee, ich hab gesagt, das fand ich so richtig herrlich. Ja, nicht herrlich verstanden. Das war schön, das Bild. Hans. Aber das war, glaube ich, irgendwie ein Fehler, dass sie das Cat hat. Ja, eben. Wie viel machst du denn? Du siehst, sie haben den, Oh.
Und die Mars Drive, das ist so eine Energie dafür, wie die hier was geschehen haben. Schauen wir uns das jetzt nochmal drauf. Ne, die braucht auch Armor. Forward proximity alert. Ich kann den Handtuch nicht mehr benutzen. Ist einfach zu dreckig. Nee, es wird nicht mehr dreckig. Simulation Boundary. Zero hostile contacts. Aber ich dachte, das heißt, hier kann ich um das Cockpit. Ach doch, die kann ich. Ne, die kann ich nicht um das Cockpit. Contact. Elite units. Ja, aber dachte, die kann man um das Cockpit runterschrauben. Scanning. Oh. Zum ersten Mal. So, gehen wir mal hier gegen KI. Oh. Ballistics dry. Das ist also auch schon in den 2, in die 1.2.1 auch schon geplant. Ja. Aber ich finde die Hangar sind trotzdem zurzeit ein bisschen zu dunkel geraten. Das ist mein Gefühl. Sehr witzig. Schalten wir uns dann nochmal hier an. STG und C. Scanning.
Das oh Gott, die Tarantula macht ja weiterhin gar keinen Schaden. Wo? Warum schießt die Turmwaffe mit? Keine Munition. Oh doch, die schießt mit. Die schießt Salven, oder? Die heißt die Waffe. Aber die Teile. Teile haben mir heute geschossen. Elite Units eliminated. Forward proximity alert. Aber so wirklich durchglitschen kann man gar nicht mehr so, ne? Gut, so ein schöner Durchschlag, wenn sie mal richtig trifft. Oh, sieht kaputt aus. Leicht kaputt, ja. Komm her, du Hornbügel. Ich will dich treffen. Scanning, Bogey. Bogey. Oder wenn ich mit Fixwaffen umgehen könnte. Warning. You are approaching the simulation boundary. Mit 4 Size 3 Gatlings. Das finde ich so ein bisschen. Also mit 3 schlecht. Ja, ist jetzt gecrashed. Error disconnect. Disconnection. Kann ich aber kein Moment, nee, Quatsch, wäre idiotisch. Du brauchst keine Schilde mehr. Ach so, wir können Waffen einstellen, speichern. Zero hostile contacts remaining. Warning, there are multiple hostiles inbound. Scanning.
Propulsion low. Warning. You are approaching simulation boundary. Propulsion low. Was 22 von Manchester bis Love. Was? Liebe in England, das heißt nochmals Inzest. Was? Ich fand die Spur verteilt. Im schwarzen Mann. Was muss es über England sein? Das wollte ich gerade sagen. Das hätte ich nicht gesehen. Ja, da kommt der Chris Roberts her. Ja. Und gibt dir einen Bärmapunt. Task Manager. Stars ist inaktiv, ja. Oh, ich hab Müsse. Oh, der Sound von der Massenbeschleuniger hört sich richtig geil an. Leute, ich will jetzt gerade herschmeißen, wenn ich das rausschmissen hätte. Weißt du, was ich geil finde an den Massenbeschleuniger? Wenn das Ziel getroffen wird, bewegt, schwankt das so komisch. So, als würde man merken, okay, da ist was eingeschlagen, ne? Du bist schon bei Welle 8 und dann bist du schon so alleine durchgekommen. Ach ne, du hast ja deine Kumpanen noch, ne? Aber du hast noch deine komischen Pseudo-Kumpanen, ne? Das geht nicht mehr. Warning. Oh, bei dir ist alles you gut. Are approaching simulation boundary. Hat hier irgendwas Software? Das waren du, haben die Size 4 oder 5 drauf? Die eine haben Size 5. Ach, haben sie es doch Size 4 drauf? Das, ich dachte, die machen doch. Ich habe bisher einen Marina-Kommando drauf, wie lieber das Hornet schütten, um wie die zu kaufen. Was ist denn die Idee, wenn ich jetzt das Schiff neu aufmache, weil es ja auch so schon nicht speichert. Oh, der Massenbeschleuniger hat jetzt. Ach ne, der hat auch nur gewisse Zahlen, also wie bei dem Projektil. Und eine gewisse Anzahl. Genau. Oh,
Das muss ich ja von der Form. Aus dem riecht der Nathan an den Finger so schön nach klein. So, haben wir drin. Probieren wir mal den nächsten Anlauf. Diesmal sagen wir nichts Böses über England. Inzestinsel. Ah, siehst du, wie was Böses gesagt? Das, nein, das hat das Spiel nicht gehört. Ich hatte. Ach, scheiße, ich hatte den Finger auf der Push-to-Talk-Taste. Aber immerhin bei der Conny, die im Hangar drin steht, ist jetzt wieder ein Schiff hinten drin. Warning. You are approaching a simulation boundary. Ach, so ein Schiff vom Mesh. Okay. Trotzdem hätten sie doch das neue Schiff reinbauen können. Obwohl das wahrscheinlich noch nicht. Das soll aber jetzt schon recht bald fertig sein. Sie sind ja schon mit rumgeflogen eigentlich. Ist doch schon fertig, ich würde jetzt schon die selber? Nee, die Constellation, die sind schon rumgeflogen eigentlich. Kennen Sie doch die... Einige Sachen haben ja nicht funktioniert, zum Beispiel auch beim Starten und Landen, dass diese... Im Hangar ist egal, ist ja bloß fürs Ansehen. Ja. Aber wenn die komplett fertig machen, dann schon richtig, ne? Das ist nicht so kompliziert, einfach an das Schiff reinzustellen. Keine Ahnung, ich bin da nicht drin. Also wann atmet denn der Pilot so laut? Boah, das wäre ekelhaft. Das ist wie wenn der in den Nasenmaske in den Atem würde. Krass. Geil, dass wenn du Chefs abfeuerst, dann triffst du dich selber. Zumindest hat es ja anders da so früh getestet. Waffen auf dem Turm. Warum habe ich keine Waffen auf dem Turm? Ich bin gerade mit Waffen geschnitzt. Ui, die Mars Driver, die haben ja einen Sound drauf. Shields charging. Aber ich muss sagen, der Raketenschweif, der sieht so geil aus in die Bewegung. Oh, was ist jetzt? Warning. Du bist doch so wieder rausgeschmissen worden, weil du so frech warst. Nein, das Spiel startet und ich bleibe da hier hängen geblieben, weil jemand verleidet. Okay. Der Pilot macht mich laut, obwohl der Sound runterdreht. Und jetzt geht's so lang. Jetzt fliegt es schneller. Warning. You are approaching simulation boundary. Also wenn du mit dem Massenbeschleunigern triffst, dann hast du echt Punkte. Also wirklich im stressigen Gefecht ist das nicht so nicht so gut, oder? No. Ja, aber Hornet und schnell. You are approaching simulation boundary. Das sind deine Lieblingswaffen, was das angeht, ne? Schraubst du mir jetzt fünfmal auf die Hand drauf, probier mal aus.
Die treffen sogar, auch wenn die Schilde noch da sind, eigentlich so gefühlt. Scanning. Warning. There are multiple hostiles inbound. Scanning. Hostiles inbound. Bogey. Kann das sein, dass du für den Stream mit dem TS nicht drin hast? You are approaching simulation boundaries. Ja, das kann sein. Ja, ich höre Herr Matthias nicht im TS. im Stream. Im Stream hörst du mich nicht, ja. Incoming enemy. Okay. So wie hier. Ach, das ist oh, und herzlich willkommen. Warning. Okay. You are approaching simulation boundary. Ah, das funktioniert nicht mehr. Das ist einmal aufgehängt, und einmal funktioniert es nicht. Und ich habe nicht mal eine Runde gespielt. Scanning. Gibt es überhaupt schon hier im Forum PTU? Da, PTU scanning. Feedback. Arena Kommando Buggy. Ja, kommt vor. Bogey. Racing Freeze. Continuity Error. Falling Endless After Load. Military Sage Ships don't get copied in the PDU. Was? Geht okay, hier noch gar nicht im Spiel? Ich meine, Saber hat's auch nicht wieder probiert. Gibt's noch gar nicht. Warning. Starboard shields, 25%. Shields charging. Bogey, starboard. Hit. Warning. Aft shields, 25%. Aft. Hit. Alert. Starboard shields down. Weapon system is offline. Warning. Systems overheating. Ejecting. Self-destruct protocol accepted. Wie schaffst du eigentlich, es so umzuschalten, wenn du weißt, du wirst angegriffen und du hast das Ziel eigentlich noch gar nicht im Auge? Was denn das, den du schon angesiedelt hast? Ja, du hattest jetzt gerade, oder vorhin, wolltest du gerade so einen Haufen anfliegen und wirst aber von der rechten Seite beschossen. Da kriegst du mit, okay, du drehst dich weg, damit du erstmal aus der Linie rauskommst. Und dann hast du ihn aber schon, bevor du ihn anguckst, ihn anvisiert. Woher wusstest du, dass das der ist? Das ist meine Frage. Ja. Ja, man kann ja, ich weiß, dass man durchschalten kann. So. Achso, okay. Ja gut, ich hab mich schon lange nicht mehr damit richtig befasst. Das letzte Mal, wo ich richtig PvP gemacht habe, war zum 24-Stunden-Stream. Low.
propulsion low. Das sieht so geil aus, wie du ihn da so den Flügel triffst und er schleiert da rum, ey. Propulsion low. Propulsion low. Aft hit. Weapons system is offline. Propulsion low. Ejecting. Self-destruct protocol accepted. Das war die SS4 und die SS2, die neuen Waffen. Mass Driver. Apocalypse Arms. Und die SS4 ist eine Ballistic Repeater. Bären. Die Master Driver waren 2S2, ne? Da könntest du ja theoretisch ja den Ball oben drauf packen und dann auch die 2S2 nochmal extra draufsetzen. Weißt du, das habe ich vor, aber es lässt mich nichts. Das ist 6. Oder die Nase. Wieso kann man vorne Size 2 neuerdings draufschrauben? Nein, nein, auf den Size 1. Das waren die 1er, ja, stimmt. Maximal 5. Immer lieber den Turm vorne runterreißen und das Size 2 hin. Komisch, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, ich habe mir hier zwei so Waffen im Shop gekauft, hier mal die Sawbugs austesten, die jetzt sind im PTU. Die lässt du einfach nicht drauf. Dann kommst du jedes Mal ins Match rein und hast die Waffen nicht drauf. Aber im Holotable sind sie dann wieder angeschraubt. Gut, die gibt's dann, die Waffen. So, ist was Tolles. Nur verbuggt wie das normale Spiel. Aber ich finde es wieder Frechheit, dass wir 33 GB schon laden müssen dafür. Naja, aber wie er damals schon sagte, ist ja auch nur dafür da, damit dann auch jeder für diese Geschichte auch alle gleiche Daten haben. Ja, ich muss im nächsten Patch schon auch wieder so viel runterladen. Also fürs Normale. Eigentlich solltest du ja die dann rüber kopieren können. Oder eigentlich behalten sollen, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch ein bisschen relativ. Hauptsache es funktioniert im Endeffekt. Aber mein Holotable funktioniert, er zeigt nicht mehr, er zeigt mir keine Waffen an. So, toi toi toi, gucken wir mal, ob wir 500 Masse einmal draufschreiben können, schrauben können.
Die Mass Driver müssten doch eine ähnliche Schussfrequenz haben wie die Neutronen-Dinger. Da müssten wir doch. Komisch. Ich würde ganz gern doch 4-5 ausprobieren, aber entweder das Spiel stürzt ab oder es lässt die Waffe nicht drauf oder ich krieg die Munition nicht rein. Jetzt habe ich schon den Hangar gewechselt, um die Daten zu resetten. Das ist genau dasselbe Problem. Die Munition. Von den hier, wie heißt es, der Mass Driver? Ja. Doch, die. Ne, bei mir ist es hier an, dass da Munition fehlt. Super. Ne, egal, da fehlt halt nur eine Waffe, ein bisschen Munition. Fehlt halt in einer ein bisschen Munition. Vandal Swarm initiated. Das sieht aus wie so eine. Für so, wie heißt denn das? Tontrauben schießen. So Mass Drive. Ach, früh, die fliegen Kurven. Ach so, nee, da hast du gerade dein Ding drin. Da muss ich jetzt mit mal herausfinden, welche Raketen abgeholt wurden. Achso, da unten. Das dauert aber lange. Das ist aber ganz groß, Raketen, ne? Und komm, Feuer. Was ist bald im Ziel? Boah, da wackelt aber auch alles. War das zwei große Weisigkeiten eigentlich? Scheiße. Packen wir da alle ihre Gladiator aus. Zero hostile contacts remaining. Warning. There are multiple hostiles inbound. Oh je. Das gefällt mir schon mal gleich gar nicht. Der wird also so mit der 100 oder 90% der Zeit irgendwelche Raketen ausweichen. Kann das sein, dass der Schadensmodell ein bisschen doppelt gemoppelt ist oder so? Von den Flügeln her? Shields charging. Lock. Shields full.
Die fliegt viele Kurven, oh Gott. Da kannst du also noch wieder aussteigen. Die Mars Driver haben eine Reichweite von 7 Kilometer. Ja, hier das ist. Nein, hier nimmer. Aber wenn du wenn du triffst, dann zerfetzt du wirklich die Leute. Zero hostile contacts remaining. Contact. Elite units en route. Scanning. Bogey. Man schießt jetzt 5 Salven von Flares. Bogey. Flare. 4 Bogey. Flare. Aber das ist von Proximity Alert. Von wieder anders. Bei der Hornet, glaube ich, sind es 5 oder 6 sogar. Stand by for reintegration. Boah, das ist auch die Hornet, das ist ja Hölle. All systems online. Scanning. Bogey. Also sie flog gerade eine Gladiator auf mich zu und mit alle 5 getroffen, die hat's zerfetzt. Also. Scanning. Die Mars Driver, die Size 2 Waffe. Heftig. Aber es ist wirklich hier ab 7 Kilometer geht die Aufschaltung los. Oh, ist das schön entspannt, dass meine. Also mein TS jetzt eine bessere. Ein besseres Design hat. Nicht mehr so grell. Hostiles inbound. Oh, treffen ist echt schwer. Bogey, scanning. Scanning. Bogey. Echt für große, größere Schiffe ist es da. Entfernung auf größere Schiffe. Lock. Das ist ein bisschen schwach, für so einen langsamen Knabe. Wenn er geht elektrisch. Proximity Alert. Das ist eine blaue Rakete auch wieder. Sehr witzig. Ausschalter, ja, ab 7 ungefähr. Warning, there are multiple hostiles inbound. Scanning. Bogey. Incoming enemy.
Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Warning. You are approaching simulation boundary. Autopilot engaged. Ui, was für ein Glück. Der hat einen Disco, der bleibt stehen bei 7 Kilometer oder 6,5 ungefähr. Mal gucken, ob er ihn trifft. Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Okay. Ja, Tatsache. Ich triff auf 7 Kilometer mit dem Ding. Aber jetzt schaltest du es nicht auf 6. Schalt auf. Ja, so 7, 6,5. So ein Dreh rum schaltet sich's auf. Das trifft schon in auf die Empfannung. Das ist. Ja, Mass Driver gegen den Gladius. Jetzt war's lustig. Oh, ich bin unmächtig. Autopilot. Bin ich unmächtig? Engaged. Autopilot disengaged. Landing mode engaged. Weapon mode engaged. Taking fire. Landing mode engaged. Nicht wirklich eine Waffe von Nahkampf. Warning. You are approaching simulation boundary. Okay, also hier stand einer AFK rum auf 6,5 Kilometer. 2 Salven drauf und der war weg. Aber wie oft hast du schon? Shields charging.
Also ich glaube, die Neutronenkanone hat mehr Wumms. Ja. Ich check gar nicht, ich habe bloß Entfernung, aber dafür ist er echt zu schwach. Was da brennt, ist dieser Broken Moon, ne? WTF Saurus ist hier drin. Ja. Ne, bei mir in der Runde. Spammt Raketen. Aft Proximity Alert. Oh, und Hydro. Ach, ganz schnell. Target destroyed. Lock. Nein, das ist der Dying Star. Oh ja, du blöde Gladius. Lass sie treffen. Hey, ich hab den Gladius zerlegt. Ich glaube, ich hab genau das Kopf getroffen. Der Soundeffekt von der Ding erinnert mich irgendwie total an Battlestar Galactica. Mann, die Originalfolge. Autopilot disengaged. Pew. Ich hoffe, das ist Sound. Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Musst du mit dem Autopiloten fliegen? Mit welcher Tasche steigt man genau? Mit welcher steigt man aus? Also mit Steuerung F kannst du normal aussteigen. Überall, wo du bist. Okay. Das ist interessant, die Neuerung. Das ist auch jetzt so mit eingeführt worden. Da kannst, selbst wenn du jetzt ins Bett steigst, kommst du nur mit Steuerung F wieder raus. Also
Also die Master ist ein lustiger Bild, total idiotisch. Ich kann. Wow. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ach Mensch. Lebensanzeige, die muss auch ganz ganz eckle weiter nach, nach links. Rechts. Rechts, nach links. Ja, die sticht da irgendwie voll hier. Ja, ziemlich wittig beinahe. Okay, probieren wir mal hier ein Battle Royale. Ne, kein Battle Royale. Battle Royale ist blöd. Wir probieren ein Squad Room Battle, aber das scheint im Moment nicht zu gehen. Lobby! Was? Service Respawns. A respawn was never received from the host. Hä? Was? Hast du mich kaputt gemacht? Ah, okay. Interessant. Es geht keine Lobby mehr. Verstand, glaub. Schreibt aber um, bevor muss sie neu starten oder fängt sie das noch mal rein? Hostile destroyed. Zero hostile contacts remaining. Wohl Billighanger ist schon ein bisschen heller geworden. Nicht viel, aber ein bisschen. There are multiple hostiles inbound. Scanning. Hostiles inbound. Okay. Ja, sieht besser aus. Ein bisschen leer, seitdem ich die Gladius weggeben. Okay, Exit Game. Jetzt hängt sie es aber hier auf. Jo. Oh, eine blaue Arcade. Ich stehe erst hier zu, wie der so hinterher fliegt. Oh, die hält lang durch. Und der ist hier weggeflogen. Oder trifft es noch? Oh. Wie schnell ist. Was waren das für Schiffe? Die fliegt auch bloß 200. Ein Hornet wäre schon weg. Stand by for reintegration.
Was anderes, wenn ich nicht reinkommt. Aber jetzt komme ich gerade gar nicht mehr ins Spiel rein. Da kommt ganz halt hier Connection, Disconnect. Vielleicht starten es gerade neu. Your journey begins now. All systems. Yes, Delta Power. Vandal Swarm initiated. Warning. There are multiple hostiles inbound. Stallion. Contact. Incoming enemy. Stallion. Contact. Zwei was. Ich hab mir vorher auch mal 10 da mitgenommen. Konnte aber trotzdem dann plötzlich immer jetzt bloß mal 2 oder 3 ausrüsten und der Rest war leer. Das ist alles ein bisschen verpackt. Ich hab dann nur Hangar Reset. Thank you.
einziges Programm drauf. Warning. There are multiple hostiles inbound. Was war okay? Ja, die so glänzender geworden. Ich komme auch nicht auf den Server. Ach, was zählt, die ist gerade gelb geworden. Das muss von innen ganz komisch aussehen. Was war schon erst Sonne? Obwohl hier. Das leuchtet. Damit man vorbei ist, sieht ah, getroffen. Oh, auf ein leichtes Ziel, alle drauf. Die hat schon das Outfit. Zero hostile contacts remaining. Contact. Elite units en route. Scanning. Hostile contact. Inbound. Scanning. Contact. Komisch. Du hast tatsächlich die Mass Driver darauf gepackt. Ich gerade erst. Ja. Das ist aber auch assig, weißt du, fliegst mit so einem kleinwändigen Schiff rum und hast dann vier Mass Driver drauf. Batz, batz, batz.
destroyed. Contact. Hostiles inbound. Schießt da wirklich nur mit zwei, ne? Also es hätte ja sein können, dass es optisch nur zwei sind, aber... Oder deine Energie reicht eigentlich aus dafür, ne? Ich muss sagen, gefühlt machst du nicht so durchschlagsten Schaden wie mit der Hornet. Das ist jetzt nur ein Gefühl. Ich wurde Connection fehl, warum denn? Ja, du bist immer so böse. Ich stelle es gerade gar nicht so böse. Zack, gleich ein Kaffee. Ich kann mal eine Katze was zu essen geben. Ich war ganz lieb und nett. Warum kommen wir nicht rein? Engländer. Inselaffen. Aber es lädt halt immer. Es ist der Startling geht weg und dann in der Ladebildung kommt, dann kommt hier disconnected. Kanomet, geht's genauso. Der ist in deinem Chat, aber nicht im TS. So eine Angststraße. Wenn ihr hört es bestimmt. Komm hier ins TS. Wenn er noch da ist, mal schauen. Er hat um 12.12 Uhr. Was ist denn das hier? Ah, der ist noch da. Der ist noch da. Den können wir jetzt so spotten. Kannst du nicht wehren. Oha, das ist und reagiert nicht mehr im Startbildschirm, aber auch die Sachen irgendwas in den Server. Siehst du bist einfach nur zu böse. Irgendwas an den Login-Servern. Connection Error schon wieder. Komm, geh weg. Ich will doch schießen. Ich hab gestern halt schon nicht spielen können, weil ich auf den Download drückt habe. Ja. So lange da auf. Ich lade normal mit 2 MB. Aber der Download wird ja schwach. 300 und dann mal 2 MB und 300 und so geht's die ganze Zeit hin und her. Bei Frieden mal kurz drauf gucken. Ach, so mal fertig. Ah, das ist ein Nacki. Ich will bloß den Test-Server vom Test-Server von der Alpha spielen. Von der Pre-Alpha. Okay. Das muss ich wahrscheinlich nicht richtig sagen. Das ist der Test-Server vom Test-Server von der Pre-Alpha. Also du siehst jetzt die Alpha, was oder fast Alpha oder was auch immer das ist, als Test-Server. Okay. Und hier der Test-Server spielt das Spiel. Warning. You are approaching simulation boundary. Eben die Alpha. Nee, man müsste es eigentlich Patch-Server nennen, was du da Patch-Test-Server nennen. Oh! Was ist denn jetzt? Die
Windows Firewall ein künstliches Programm blockiert. Was ist mit Norton? Norton noch nichts gemacht, oder? Die Alpha der Alpha Akademie, okay. Boah, hört auf, es ist spät. Das verwirrt mich. Aber es ist schön zu sehen, wie Herr Matthias diesen Wendel da so skalpiert, also nicht skalpiert, aber Flügel links und Flügel rechts auseinander. Warum ist meine Firewall nicht an? Oder ist die andere so plötzlich angezeigt? Wer weiß, mysteriös. Letztes Scan vor einer Stunde, okay, die ist an. Ach, mein TS wächst und wächst, ey. Eigentlich, Norton an ist, sollte sich auch nicht die Windows-Firewall melden. Norton ist ja schon schlimm genug, das blockiert ja auch jeden Scheiß. Ja. Ich habe mir den Film anguckt, dann hat sich noch so ein Welde, das ist jetzt im Hintergrund mein Computer optimiert und in dem Moment ist dann die Festplatte abgeschmiert. Fand ich toll. Ja, ich habe mir irgendwann mal dieses 360 Grad gekauft und da ist so eine Festplattenoptimierung, halt Windows-Optimierung dabei. Mhm. Okay. Dann hast du so schönes Timing, das Fenster geht auf, ihr Nordhorn optimiert es recht im Hintergrund und in dem Moment schon es Aber ich finde es auch witzig hier bei Herrn Matthias, dass er mal trifft und hört dieses immer dieses kleine Plip, Plip, das ist so ein Treffersignal und das hört sich so an, als würde er so ein, ach, wie nennt man das? Es gab doch diese, ach komm, Connection Fail. Diese Spiele, die so an so eine Art Flipper-Automat ran waren, so, oder? Flipper-Automaten? Ja, es gab doch diese alten Arcade-Games. Drin oder mit kannst du den Film Tron? Ja, klar. Die neue Film, ja, der neue Film, da stehen doch auch in diesem Spiele-Salon da die. Diese alten Spielautomaten. Spielautomaten, halt. Genau, das fehlt hier. Hier Pac-Man und sowas. Genau, und jedes Mal, wenn Herr Matthias da das Schiff trifft, kommt dann halt dieses. Und das hört sich so an, als würde er gerade Ping-Pong spielen oder so. Ja, das ist bei der ersten. Ich fang gleich wieder an. Okay. Achso, dieses runde Ding da. Macht man das an. Ne, rechts halt, er mischt die Rechtssicht. Incoming enemy. Contact. Scanning. Rechts als L.
Wirbel trifft ihn besser. Was macht es ganz genau? Ah, okay. Das hab ich so nicht benutzt. Ich hab auch keine Fix drauf. Ja, warum funktioniert das? Achso, würde ich ja auch ganz gerne treffen. Oh, Volltreffer. Schöner Schuss. Der Herr Matthias hat sich ja auch Zeit, ne, mit den ganzen Waves. Ja, 20 Minuten für Waves, oh. Das sind manche schon gleich durch. Es will gerade nicht starten, bei mir ist eine Lost Connection, also Disconnect. Warum bist du drin? Warum komme ich nicht rein? You are approaching. Hab ich irgendwas im Hintergrund an? Nein, also Windows Firewall hat mich zulassen drückt. Northrun ist eh, dass der Opfer alles darf, weil es einfach ist. Genau, da wird auch die NSA-Nachricht. Ja, das ist gehämmert. Also beim letzten PDU hat Northrun irgendwie 5 Sachen in dem Ordner hier bemängelt, die nicht sicher sind. Ja, ich musste muss den drauf hängen. Ja, aber ich wollte sie gar nicht spielen. Ich musste den ganzen Ordner freigeben. Siehe den sagen, also den Ordner als Ausnahme nehmen soll. Der ist mir eigentlich sehr zuwider. Naja, genießt es wie ein guter Wein. Langsam verzögert. Ah, Connection, ja, Connection. Nee, sag doch, wie so ein kleiner Hannibal, den das Opfer so nach und nach auseinandernehmen. Erst den linken Flügel, dann den rechten Flügel und dann vielleicht mal die Mitte. Bist du drin? Ich nö. Ich bin viel zu müde dafür. Ich komme gerade vom Chef. Ich wollte eigentlich nur bis um 1 oder so spielen und dann so langsam ins Bett. Und nicht hier die ganze Zeit warten, dass ich reinkomme. Morgen spielt das blöd. Den Cutlass hat keiner von euch. Würde mir fragen, wie das aussieht, den Cutlass mit einer Size 4 oben auf dem Turm. Bestimmt total bescheuert. Den Cutlass hat jemand vor ein Bild gepostet. Oder hier in TS geschmissen. Gucken, habe ich den Link hier noch? YouTube ein. Cutlass. Also immer wenn ich den Link an wähle, sagt er mir, dann macht er mir YouTube auf, ich weiß nicht mehr. Ja, das habe ich heute gesehen. Zero hostile contacts remaining. Warning. There are multiple hostiles inbound. Oh Gott. Scanning. Incoming enemy. Contact. Scanning. Contact. Ich finde die Waffe ist hässlich.
Sie tun viel zu wenig für Mausspiele. Kolumet, das ist nicht die Waffe, das ist das Setup. Das ist die Kombination von den Waffen, die ist nicht so gut. Die Waffe ist eigentlich gut, wenn ich 4 drauf hätte. Hätte ich in 3 Minuten die Waves kaputt gemacht. Oh Gott. Was schreiben Sie denn im Forum? Ich habe sie doch gerade getroffen ins Forum. Aber kann das sein, dass die Muster und die Gladius eigentlich vom Dings her gleich sind? Also ich sag mal nur von den Zahlen her, sieht die ja alle so gleich aus. Maximal Shield haben sie 2. Von den Manipulieren müssen sie irgendwie, keine Ahnung, 16 Stück, 8 Stück, keine Ahnung. Die Engine sind auch jeweils 2-mal, natürlich unterschiedliche Türme irgendwie. Nur, dass die Mustang halt einen größeren oder einen größeren Powerpoint-Size haben. Laut den Stats hier auf der Seite. Blöd Spiel. Lässt mich nicht rein. Zero hostile contacts remaining. Carlo Me braucht Waffen mit hoher Kadenz und Streuung. Okay. Das finde ich echt unfair hier jetzt, dass jetzt sich viel das Joystick-Spiel, dass ich jetzt 4 Gatlings draufschrauben kann. Meckert an. Ich finde das total unfair im Vergleich zum Mausspieler. Aber warum kann ich mich eigentlich auf der PTU-Seite nicht registrieren, obwohl ich einen Account drauf habe? Du musst ja deinen Account kopieren. Hab ich doch schon. Und du hast ja ein anderes Passwort dafür. Stimmt, da war ja was, ne? Du musst in der E-Mail reingucken. Ja. Ich hab auch wieder falsche Wörter. So. Koppelt. Das sind 12 Mal. Oh Mann, ey. Ich bin also doof. Also ich komme nicht rein. Das macht eine Connection. Die sind, haben die Server kaputt gemacht. Mussten sie wahrscheinlich alle schon Feierabend. Nee, du hast es nur kaputt gespielt. Das war nicht mal eine Runde, wo ich gespielt habe. Wie spät ist jetzt? Ich würde an. Ah, 5. Ja. 4 oder 5. Ich steig aus dem Schiff. Der Schiff ist rot. Eine Rakete, ist er dich getroffen? Oh, da fliegen Trimmer. Oh, schleuderst du? Oh, er steigt aus. Du, die Schleuse hast nicht erreicht, du bist vorher rausgeschleudert, ne?
Und ist die Handfeuerwaffe eigentlich immer noch so One-Shot? Mein Gott, sieht die Scheiße aus. Kanon, du kannst dir für echt Geld kaufen. Du brauchst nur ein paar Rex halt nur eintauschen. Nee, nicht Rex, was? Kannst du dir kaufen? Was sind die Rex? Die Rex kann man sich kaufen? Nicht die USC? Ja. Ja, gut, aber. Ja, aber weiß ich nicht, ich muss mir unbedingt nicht hier irgendwelche noch mehr Ingame ein Ingame Geld kaufen. Ach, verdient man am Ende eh genügend. Field, keine Ahnung. Achso, die ach, das ist ein Motion Blur. Das ist. Das ist Unschärfe-Effekt halt. Genau, aber das ist ja dafür da, dass du dann halt in kurzen Range oder mittleren Range was noch erkennst. Da du ja keine richtige Range hast. Leuchtet irgendwas Blaues. Achso, das ist ein Schiff. Welchen Arsch für ihn? Ach der. Ja, die sind dann schön scharf. Das finde ich aber geil. Das ist dieser Fokuspunkt irgendwo auch, ne? Aber schade, dass man das bis. Ja, aber schade dennoch, dass man irgendwie so ein. Eigentlich so ein imaginäres Feld hat, was sich darüber bewegt. Ja gut, kann man ja nur wissen oder sehen, wie es dann wirklich aussieht. Bitte. Warum hat man in Arkorb eigentlich keine Waffen? Das wäre doch viel lustiger. Man darf nicht mit Waffen feuern, auf jeden Fall. Oder darf man auch nicht rein, glaube ich auch. Schade. Wir hatten nur Buggies, die nach einem kleinen Schrammisch explodieren. Oh, ich kann auf der PTU-Seite kann ich plätschen. Ja, die sind jetzt rein, wenn wir schon mal alles selber abpacken.
Ich lasse das länger online, wie man denkt. Wenn da ja so viel Bugs wieder drin sind. Wir können sie mal ein paar aktuelle Bugs-Messer-Videos machen, wo mal interessante Bugs rausgemacht wurden. Ally eliminated. Und das bemänge ich da schon lange. Der macht immer irgendwelche Bugs raus, und nie jemand sehen hat. Oh, echt? Oh ja, bei mir fängt er an. Das ist natürlich gerade blöd in der Runde hier, wo der Forscher spielt. Und hast du schon geschafft, mit den Japanern 4 Abschlüsse zu machen in einer Runde? Nee. Ich probiere es auch nicht mehr. Ich habe da keine Lust zu. Wie viel lädt er denn runter? Steht gar nicht dran. Was? 6 Tage? Bei mir stand irgendwas mit Jahren drauf. Wahrscheinlich machen sie das, kann ich nicht spielen. Wahrscheinlich machen sie noch ein paar Fixes jetzt mit rein. Ein paar, auf viele. Auf dem Patchnote steht da was drauf. Das sind ein paar, also so kleine Hotfix. Ich möchte gar nicht dran, wie groß der ist. Da steht auch noch nichts drauf. Ich hab's jetzt auf 1,6 MB und so. Halt zum Drittel voll.